Oh, meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft für den 27. April 2023. Wir schauen, was ich heute zeigen möchte. Ihr bedenkt bitte, es sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Und bitte bedenkt auch, dass Zeit fließend ist. Wir lassen die Karten wie immer springen. Und dann schauen wir mal, welche Energien sich hier heute für euch zeigen möchten. Welche Energien werden für den 27.04. wichtig fürs Kollektiv? So, da haben wir hier schon mal den Ritter der Münzen, dann haben wir das Ass der Schwerter. Oh, hier haben wir das Ass der Stäbe. Hier haben wir den Bube der Kelche. An der Unterseite zeigt sich hier der Wagen, wieder mal der Wagen. Okay, ihr Lieben, also ich habe das Gefühl, ich lasse dann mal noch Zusatzkarten springen, aber ich deute das jetzt erstmal. Also, wir haben zwei Asse. Einmal das Ass des klaren Verstandes, der Chancen, Analyse, Entscheidung. Und dann haben wir das Ass der Stäbe, was die Möglichkeit bietet, dass etwas wieder ins Rollen kommt, dass Aktivität und Dynamik in eine Angelegenheit kommen. Und hier haben wir den Ritter der Münzen. Könnte Stier, Steinbock, Jungfrau-Energie sein. Ritter stehen aber auch immer für Angebote, Möglichkeiten, Chancen, was ja Asse auch verkörpern. Und dann haben wir aber auch noch den Page der Kelche, der hier wiederum auf sehr liebevolle, empathische Art, das könnten auch Kinder sein, hier versucht, auf euch zuzukommen. Oder hier kommen auch wieder mehrere Energien mit einmal auf euch zu, wo ihr die Chance habt, hier Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise schaut, ob ihr die Chance nutzt. Also hier kommt Bewegung rein. Der Wagen steht in erster Linie natürlich auch für Aktivität und Bewegung, aber ich sage es immer wieder, wir haben hier ein weißes Pferd, hier ein dunkles Pferd und beide schauen in unterschiedliche Richtungen. Also es ist auch hier wieder die Frage, in welche Richtung willst du gehen? Es geht auch hier um die Entscheidung, um die Aktivität. Aber im normalen Tarot, sage ich auch immer wieder, macht man sich zwar Gedanken über das Thema Vorwärtsgehen, über neue Projekte, Ideen, auch in verschiedenen zwischenmenschlichen Beziehungen, wie geht es weiter, aber auf der klassischen Tarotkarte liegen die Löwen noch. Das heißt, man wird noch nicht aktiv, man reitet noch nicht los oder man fährt noch nicht los. Und das Gleiche kann heute tatsächlich hier sein, dass ihr wieder erstmal entscheiden dürft, welches Angebot, welche Chance, welche Möglichkeit nehmt ihr hier überhaupt an und wenn ja, wie wollt ihr dann weiter verfahren? Und dann ist halt die Frage, ob ihr dann schon startet oder euch hier eine gewisse Bedenkzeit nehmt, weil der Ritter der Münzen könnte auch für euch selber stehen, dass ihr erstmal dieses Angebot wirklich genau prüft und dann Entscheidungen trefft. Ich lasse jetzt hier mal noch Klärungskarten springen für den 27. April. So, da haben wir hier die drei Münzen und hier haben wir die zwei Kelche. Ja, es geht definitiv darum, in einer Angelegenheit vom Lehrling zum Meister zu werden und an der Unterseite Wahnsinn haben wir hier die 10 Münzen. Also es kann sich eigentlich um alle Angelegenheiten handeln. Es kann sich um finanzielle Angelegenheiten handeln, um emotionale, um berufliche, auch um juristische Angelegenheiten. Also alles, was den Wert, euren inneren Selbstwert, aber auch das Materielle hier in eine Steigerung bringt. Weil mit den 3 Münzen, es könnte sich auch hier um Teamarbeit handeln, ne, dass man im Team gemeinsam versucht, etwas zu erreichen, dass hier neue Ideen eingebracht werden auf der beruflichen Ebene, eventuell neue Projekte, Ideen etc. Aber an sich ist die 3 Münzen für mich immer eine Energie. Ich habe mich in einer Sache weiterentwickelt, ich werde vom Lehrling zum Meister. Mit den 2 Kelchen kann es sich hier natürlich um Versöhnungsangebote, genau wie hier mit dem Bube der Kelche, um Versöhnungsangebote handeln, um Einladungen, um Flirt, um die Liebe. Aber letztendlich geht es hier darum, und die 10 Münzen ist natürlich die reichste Karte im Tarot, kann es hier dann darum gehen, wirklich in einen absolut hohen Wert zu kommen. Ob nun im Innen oder tatsächlich im Außen, weil man hier vielleicht auch finanzielle Chancen und Angebote bekommt, da müsst ihr das dann auf eure Situation ummünzen. Aber auf jeden Fall ist das heute eine Wahnsinnstagesenergie, weil hier neue Chancen, 2 Angebote
Und hier wirklich eine Weiterentwicklung. Man steigert sich in einer Angelegenheit. Und hier kommt man dann wirklich in eine sehr erfüllende innere, also es kann eine innere emotionale, aber auch diese Werte, ne, diese Wertschätzung eurer Person oder tatsächlich auch auf finanzieller Ebene hier wahnsinnig schöne, ja, Möglichkeiten geben für euch. Und wie gesagt, mit dem Wagen, wir können ja noch mal eine Klärungsenergie für den Wagen springen lassen. Ich hätte gerne noch eine Klärungskarte für den Wagen. Eine Klärungskarte, da haben wir sie schon. Das ist der König der Stäbe. Das haben wir hier an der Unterseite. Die Königin der Kelche. Ja, ist jetzt nicht so hilfreich, aber auch hier wieder zwei verschiedene Elemente. Ne? Wir haben hier Wasser, hier haben wir Feuer. Also wahrscheinlich ist jetzt wirklich, kann es sein, dass hier mehrere Situationen auf euch zukommen, wo ihr wahrscheinlich erstmal gar nicht wisst, ja, in welche Richtung soll ich jetzt eigentlich? Ne? Oder ihr bekommt hier Unterstützung von jemandem. Es könnten tatsächlich auch Angebote juristischer Ebene sein oder beruflicher, ne? Und ihr wisst noch nicht, wie ihr euch entscheiden sollt. Bei dem rückläufigen Merkur. Immer Vorsicht walten lassen bei komplett neuen Geschichten. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man kriegt ein Angebot von einer neuen Firma oder so, komplett neue Verträge sollte man in dieser Zeit nicht unterschreiben. Ne? Also seid da auch ein bisschen bedacht. Aber letztendlich zeigen sich hier ganz, ganz tolle Chancen und Möglichkeiten. Ihr könnt es mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, was das so bei euch war. Wie gesagt, bedenkt auch bitte, Zeit ist fließend. Manchmal kommt es ein, zwei Tage später oder es war bei dem einen oder anderen schon. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mich das wissen lasst, aber auf jeden Fall kommt hier Schwung und Bewegung in einer Angelegenheit, ne? Oder sogar in mehrere Angelegenheiten. Das kann auch gut möglich sein. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, bleibt mir alles schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.